Wenn wir in Minecraft eine Verzögerung brauchen, dann nehmen wir klar Repeater. Aber wenn wir jetzt eine lange Verzögerung brauchen, 5 Sekunden, 10 Sekunden oder sogar noch länger, dann sind Repeater schon ziemlich unpraktisch. Deswegen möchte ich euch heute eine kompakte Möglichkeit zeigen, beliebig lange Delays einzubauen, ohne viel Platz aufwenden zu müssen. Wir sehen, wir geben einen Input, jetzt dauert es eine beliebig lange Zeit und dann geht die Lampe für einen kurzen Moment als Output an. Und so wird's gebaut. Das Ganze funktioniert in so ziemlich allen Minecraft-Versionen und zwar der 1.5 bis 1.16. Auf der Blackstone-Skala würde ich es mit Mittel bewerten, da es doch ein bisschen friemelig ist, hier alles richtig hinzusetzen, aber mit diesem Tutorial sollte es kein Problem sein. Das Ganze ist auch ziemlich kompakt. Wir haben nur eine 2x5 Fläche und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Bau. Zuallererst packen wir uns einen ganz normalen Kondensator hier hin, dann einen Block, noch einen Block und jetzt eine Slab. Auf den Block kommt eine Fackel und hier kommen drei Redstone Dust hin. Hier drüben haben wir dann unser Output und hier vorne unser Input. Wenn ihr jetzt ein etwas längeres Delay haben wollt, dieses ist jetzt etwa 3 Sekunden lang. Wenn wir jetzt ein längeres Delay haben wollen, also zum Beispiel 6 Sekunden, dann können wir hier einfach noch eine Reihe Komparatoren hinten dran packen. Wenn wir 9 Sekunden haben wollen, noch eine Reihe. Aber ich lasse es jetzt einfach mal zum Testen 3 Sekunden und wir sehen. Wenn wir jetzt hier ein Input reingeben, es dauert diese 3 Sekunden und unsere Output-Lampe geht für einen kurzen Moment an. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.